Hallo und herzlich willkommen auf techfokus.de und endeviltv.com. Ich werde euch jetzt heute das Galaxy S3, das brandneue Samsung Galaxy S3 zeigen. Es ist erst vor ein paar Tagen rausgekommen, genauer gesagt am 29. Mai. Und ich habe das Gerät schon ein bisschen testen können. Deswegen nicht wundern, dass es hier drin ein bisschen chaotisch aussieht. Mit dabei ist wohl immer eine 16 GB Micro SD-Karte plus der interne 16 GB Speicher. Es werden aber noch andere Modelle folgen mit 32 sowie 64 GB. So sieht das schicke Gerät aus. Es hat einen Quad-Core-Prozessor mit 1,4 GHz. Das ist schon recht schnell, also ein direkter Konkurrent zum HTC One X. Es hat ein HD Super AMOLED Display. Und die neue Funktion NFC-Chip. Dazu kommen wir nochmal später. Nehmen wir das schöne Stück mal in die Hand. Display mit 4,7 Zoll. Eines der größten Handys nach dem Galaxy Note. Hier ist die Vorderkamera. Hier sind die beiden Sensoren. Home-Button ganz wie gewohnt. Ist ein bisschen dünner im Vergleich zum Galaxy S2. Zeige ich Ihnen gleich auch nochmal. Hier an der Seite nochmal die Lautstärke-Buttons. Unten das Mikrofon, Mini-USB-Kabel zum Aufladen und PC verbinden. Hier haben wir einen LED-Blitz, was schon ein bisschen größer als die anderen Modelle ist. Ich denke mal, der Blitz wird ziemlich hell sein. 8-Megapixel-Kamera mit Full-HD-Auflösung. Ich habe mich informiert, das ist derselbe Sensor wie beim iPhone 4S, ein Sony-Sensor. Sowie hier die Lautsprecher. Kopfhörereingang, hier ist ein kleiner Schlitz, um die Decke zu öffnen. Und hier ist noch ein Mikrofon bei Videoaufnahmen, dass das so dient. Ja, hier ist nochmal der An- und Ausschaltbutton. Da hat sich nicht viel geändert. Das Gerät wiegt relativ leicht, also im Vergleich zum S2 deutlich leichter nochmal. Man spürt es. Die Größe ist jetzt Geschmackssache. Ich würde sagen, es hat die perfekte Größe. Also größer als das sollte es nicht mehr sein. Das geht noch durch. Das ist jetzt das weiße Modell mit einem Klavierlack, dann gibt es noch den Metallic Blue. Ist allerdings noch in Produktion, weil es einen Produktionsfehler gab. Der Lack soll abgehen. Ich zeige Ihnen mal einen direkten Vergleich mit den Top-Modellen des aktuellen Smartphones. Einmal den Vorgänger Galaxy S2, das ist jetzt ein Dummy zwar. Aber damit wir hier sehen können, von der Breite her hat das Galaxy S3 einen Tick oben und unten ist es ein bisschen dünner als beim S2. Auch wie gesagt, Home-Button ist ein bisschen dünner, dafür ein bisschen breiter. Hier ist es ein bisschen kleiner. Ansonsten sieht man jetzt hier wirklich einen Display-Unterschied. Also das Galaxy S3 geht hier bis zum Rand vom S2. Ja, da sieht man schon einen Unterschied. Aber fühlen tut sich wie gesagt das S3 leichter an. So, dann gehen wir hier nochmal zu dem Konkurrenz HTC One X. Beides ungefähr gleich groß, kann man sagen. Auch von der Breite her tun sie sich nicht. Allerdings ist das Galaxy S3 deutlich dünner im Vergleich zum S3. Also das HTC One X ist ein bisschen breiter als das S3. Das sieht man hier auch. Ich persönlich finde jetzt das S3 das schickere Gerät. Auch von der Handhabung. Mir fühlt sich das meiner Meinung nach besser an. Ich denke nicht, dass das HTC One X auf Dauer so gut aussieht, weil es halt, glaube ich, kratzempfindlicher ist. Auch die Fingerabdrücke sieht man da deutlich schneller als beim S3. Ist Geschmackssache. Kommen wir einmal zum Konkurrenzen. Nicht wundern, das iPhone 4S gehört nicht uns. Ist einem Kunden runtergefallen, ist ein Versicherungsfall. Nur ich habe es jetzt genommen, wollte kein anderes auspacken hier. Da sieht man wirklich den Größenunterschied. Wie gesagt, also das Display, das iPhone 4S passt da genau ins Display einmal rauf. Komplett. Also da sieht man wirklich 3,5 Zoll gegen 4,7 Zoll. Ein deutlicher Unterschied. Auch ist das iPhone 4S natürlich breiter und deutlich schwerer. Ich würde sagen, doppelt so schwer. Ist natürlich Geschmackssache. iPhone-Fans, Android-Fans streiten jeden Tag. Wird immer weitergehen. So, hier haben wir noch ein Sony Xperia S. Auch in weiß, sieht auch meiner Meinung nach ziemlich schick aus. Allerdings ist es halt ein Doppelkernprozessor im Vergleich zum Quad-Core, ist schon ein bisschen
geschwindigkeitsmäßig Unterschied. Was ich allerdings beim Sony Xperia S finde, ist natürlich der HDMI-Eingang. Das hat das S3 leider nicht. Dafür haben wir aber einen austauschbaren Akku. Da komme ich jetzt dazu. Einmal öffnen. Akku hatte ich schon eingelegt. Das ist ein 2000 mAh Akku, was eigentlich recht gut ist. Hier ist einmal der MicroSD-Eingangsslot und hier kommt die SIM-Karte rein. Also Akkulaufzeit, wenn normal Gebrauch, mindestens 1 bis 2 Tage sollte drin sein. Aber mehr sollte man nicht erwarten. Je größer das Display, desto mehr Stromverbrauch. Ich schalte das gute Gerät jetzt nochmal ein für euch. Nehmen wir natürlich einmal die Folie ab. Hier haben wir einen blauen Sensor, das ist der Benachrichtigungssensor, beziehungsweise LED. Der leuchtet, sobald Anrufe einkommen oder irgendwelche SMS. Das hatte das Galaxy S2 und 1 zum Beispiel nicht. Meiner Meinung nach wurde es endlich Zeit, weil ich habe es vermisst. Also bei manchen Geräten, das Samsung hat das erste Mal sowas eingebaut jetzt. Hier haben wir jetzt den Home-Bildschirm mit der Uhrzeit. Das ist jetzt der Standardbildschirm. Da habe ich schon gerade Effekte gesehen. Das ist ein Live-Wallpaper, jetzt macht er sich selbstständig. Gut, da sind wir im Menü. Es ist wirklich sehr schnell. Also unglaublich schnell ist Android 4 drauf natürlich, von Werk aus. Gehen wir einmal in die Option rein. Wie gesagt, Touchwiz ist immer noch drauf. Es ist jetzt nicht dieses Ice Cream Sandwich Design, was wir von den neuen Homes kennen. Man kann es natürlich raufflashen, es wird demnächst ganz viele Homes geben. Aber zurzeit sind wirklich wenige unterwegs. Das Gerät ist ja noch brandneu. Das sind jetzt so die Widgets, die drin sind: Play Store und. Ich gehe mal kurz in das Menü rein. So, das ist jetzt das Menü. Da hat sich nicht viel geändert. Musikplayer, Kontakte, eigene Dateien, Einstellungen. Hier auf der nächsten Seite Navigation, ein Bild war drin. Toll, kann man löschen, muss man hier nicht benutzen, Bild. Ja, ich suche mal kurz die Kamera, die sollte jetzt hier. Schauen wir mal. Also die Kamera soll sehr, sehr gut sein, laut dem, was wir jetzt dem gelesen haben. Man kann mehrere Bilder innerhalb wenigen Sekunden machen. Es hat einen Turbo-Speed-Modus. Wie gesagt, das ist derselbe Sensor wie beim iPhone 4S, ein Sony-Sensor. Deswegen sollten jetzt die Apple- und Android-Fans nicht streiten, welche Kamera besser ist. Da wird sich nichts mehr viel tun. Allerdings haben wir hier wirklich mehr Einstellungen als beim iPhone 4. Das muss man zugeben. Schnellzugriffe, Selbstporträt, sei es. Ups, jetzt habe ich das. Falsch rumgedreht, genau. So, jetzt sind wir wieder da. Hier sind wirklich viele Einstellungen. HDR2, Beauty-Modus, Panorama-Modus, Einzelauf, Serienbildaufnahme. Das ist das, was ich jetzt gemeint habe. Man kann wirklich fokussieren und dann wirklich ganz viele Bilder gleichzeitig schießen. Videomodus natürlich mit 1080p. Ist hier ein bisschen dunkel, Fotolicht. Natürlich hat es eine LED, wie gesagt. Und auf jeden Fall eine super Kamera. Ich denke, man braucht heutzutage keinen Camcorder mehr. Die Videos sind wirklich sehr gut auf dem LCD-LED-Fernseher anschaubar. Ja, was hat es noch? Das NFC-Chip. Kennen viele noch nicht, wird aber in der Zukunft wahrscheinlich öfter verwendet. Damit können wir demnächst irgendwelche Zahlungen tätigen, bei Einkaufsgeschäften Sachen buchen und. Was es allerdings noch hat, es hat einen Indikator hinten. Damit kann man ohne Kabel aufladen. Dieses Zubehör kann man separat kaufen, wird es demnächst geben. Kostenpunkt ist noch nicht ganz fest. Das wird es geben und ja, das ist das S3. Benchmarks und so werden wir noch laufen lassen, aber nicht jetzt. Auch ein Outdoor-Testvideo wird noch folgen. Auf jeden Fall, es ist wirklich ein tolles Gerät. Also es fühlt sich super in der Hand an. Ich als Galaxy S2 Benutzer überlege auch irgendwann demnächst zu wechseln. Also der Wechsel lohnt sich auf jeden Fall. Das Gerät ist einfach toll. Und die SIM-Karte ist jetzt nicht drin, aber hier die ganzen Einstellungsmöglichkeiten.
Optionen, Energiesparmodus, Akku und alles ist drin. So, ich will euch nochmal den Inhalt des Galaxy S3 zeigen. Wie gesagt, eine 16 GB Speicherkarte ist dabei, eine kleine Anleitung. Selbstverständlich Ladekabel und zum PC verbinden Datenkabel. Dann haben wir hier für die Kopfhörer noch Stöpsel für die verschiedenen Größen. Manche haben hier kleine, große Öhrlöcher. Hier sind nochmal die Kopfhörer. Meiner Meinung nach ziemlich schick gebaut. Also sieht in weiß nicht schlecht aus. Sieht ein bisschen Apple-like aus, aber hat schon seinen eigenen. Und hier haben wir nochmal den Reiseadapter. Damit können wir halt überall aufladen. USB-Kabel kommt hier rein und das kommt natürlich an die Steckdose. Das ist ganz easy. Mehr ist da auch nicht drin, außer der Anleitung hier. Benutzeranleitung in verschiedenen Sprachen, hier in Englisch und Deutsch. Ja, das war's so viel zum S3 erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns wieder demnächst mit dem Galaxy S3 mit sämtlichen Testvideos. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.